Willkommen zu Münsterland Kompakt. Überraschende Nachrichten gab es gestern noch am späten Abend, am Ende der Ratssitzung in Gronau. Das Rathaus aus den 70er Jahren ist ein Denkmal, so der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Der Gebäudekomplex des Münsteraner Architekten Harald Deilmann sei baulicher Ausdruck der Selbstverwaltung zur Zeit der Gebietsreform und der neuen Zentrumsverwaltung. Laut Experten sind auch die umgebende Fläche mit Wasserspiel, Treppen und Balkenbrücken über die Dinkelumflut denkmalwert.